Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei Frankenfernsehen mit aktuellen Fragen und den Antworten Ihrer Abgeordneten aus dem Bayerischen Landtag. Es ist das Reizthema der vergangenen Jahrzehnte. Ist Haschisch eine gefährliche Droge oder zählt es zu den Genussmitteln, die wie Bier oder Schnaps nicht verfolgt werden sollten? Kein Zweifel, dass es bei der Debatte um die Legalisierung von Cannabis heftig zugeht. Eine völlige Freigabe kann ich nicht akzeptieren und auch nicht meine Fraktion, weil es ist wirklich so, dass ein gewisses Suchtpotenzial vorhanden ist. Und wir haben ja schon mit anderen, Sie haben es angesprochen, mit anderen Suchten Tausende von Toten pro Jahr, das darf man nicht vergessen. Deswegen eine völlige Freigabe nein, aber für medizinischen Zwecken ja. Auch das ist ganz klar abzulehnen und ich denke, dass hier der Staat auch nach wie vor ein deutliches Zeichen setzen muss. Auch hier kurz vielleicht die Gründe benannt, die aus meiner Sicht gegen eine Legalisierung von Cannabis sprechen. Das ist ganz klar die Sache, dass ich eine hochwirksame Droge mit Cannabis habe, die durchaus auch gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann, insbesondere im psychischen Bereich. Dieses Thema wird uns wohl noch etwas länger erhalten bleiben. Ein anderes Thema betrifft die Vorkommnisse in bayerischen Haftanstalten und Verwahrzellen. Immer wieder kommt es dort zu Todesfällen, aber bei der Aufklärung wird viel zu oft viel zu lasch vorgegangen. Die Oppositionsparteien fordern daher, bei einem Todesfall muss es eine Berichtspflicht der Regierung an das Parlament geben. Ich kann das nur befürworten, denn jedes Menschenleben, das verloren geht unter staatlicher Obhut, ist ein großer Verlust und ist schmerzlich. Deswegen muss der Volksvertreter, und das ist nun einmal das Parlament, informiert werden. Der Antrag wird durch uns abgelehnt werden und aus meiner Sicht zwar auch völlig zu Recht, und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen haben wir bislang schon die Anstaltsbeiräte und die Maßregelvollzugsbeiräte, die also unmittelbar sich über die Vorgänge informieren können und informiert werden. Die andere Maßnahme ist folgende. Ich habe bislang schon als Abgeordneter immer ein Fragerecht gegenüber der Staatsregierung, das ich wahrnehmen kann, das insbesondere natürlich auch die Opposition wahrnehmen kann. Auch hier hat man dann einen großen Umfang an Transparenz, die man hier gewonnen hat. Darüber hinaus ist es auch so, dass wir bislang schon ein sehr dezidiertes System der Dokumentation und auch die Berichtspflichten haben, sodass auch sichergestellt ist, dass gegebenenfalls Polizei und Staatsanwaltschaft über den Tod eines Insassen informiert wird und also auch von hier eine Sicherheit gegeben ist, dass keinesfalls irgendetwas vertuscht werden kann. Soweit Aktuelles aus dem Bayerischen Landtag. Liebe Zuschauer, wir von Plenum TV sind wieder in 2 Wochen für Sie da, hier bei Frankenfernsehen. Bis dahin, Servus.